Ja, was ist nun? Irgendeiner muss mich doch jetzt mal umbringen. Hallo? Ha, 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 ha. So, du bist gerade gestorben. Du wirst demnächst im nächsten Revival Terminal wieder aufgeweckt. Und da bin ich auch schon. Wenn du wiedererweckt wirst, hast du geringe Gesundheit und du wirst ein bisschen Ruhe brauchen, um dich zu heilen. Wenn du ein bisschen mehr Informationen haben möchtest, dann rede mit dem Medical Guide, also dem Doktorvater, hätte ich beinahe gesagt, im Gesundheitsgebäude in Port Atlantis. Naja gut, wir sind ja noch nicht in Port Atlantis. Das hier ist so ein Wiederbelebungspunkt, heißt das hier. Da können wir nichts mitmachen. Aber das sind so Punkte, die in der Wildnis verstreut sind, wo man wiedergeboren wird, dummerweise nicht immer da, wo man hin möchte. Jetzt muss ich erstmal sehen, wo mein Gebäude ist. Also hier ist es. Ach, hier sind wir ja schon. Gut, da sind wir ja am Wiederbelebungsgebäude. So, und wenn wir jetzt hier solche Geräte sehen, das zeige ich euch auch gleich mal. Das sind also Turrets, ja, oder Geschütztürme auf Deutsch. Ich habe das also ewig auf Englisch gespielt. Jetzt machen wir das nochmal. Und halt auf R. Ich vergesse das immer, bei Minecraft gibt es das ja nicht. Hier brauche ich nur auf R drücken und ich laufe los. Jetzt werde ich mal nochmal durch diese Horde laufen und dann renne ich zu dem Geschützturm zurück. Es sind die Geschütztürme schützen ja die Gebäude vor diesen Monstern, sonst würden die Monster ja alles kaputt machen. Was ist denn da hinten noch? Da ist auch noch irgendein Gebäude. So, was ist mit euch? Wollt ihr mich nicht mal angreifen? Oder hinter mir herrennen? Schaut mal, die sehen doch wirklich furchterregend aus. Aber das sind wie gesagt nur kleine Saurier, oder wie man das will. Die haben also... Ah, jetzt geht's los. Dann laufe ich mal zu dem Turret und ziehe so ein paar Monster hinter mir her. Just for demonstration. So, jetzt kann ich auch mit der geschickten Kameraführung kann ich mich auch von vorn oder hinten betrachten. Das Monster ist hinter mir her. So, und jetzt sind wir hier. Die winden sich im Todeskampf. Beute. Natürlich habe ich hier keine Beute zu erwarten. Diese Kreatur liefert keine Beute. Sie wurde ja nicht von mir getötet. Dass sie jetzt immer wieder dann rumschreit, das ist ein Bug. Aber dieses hier, wenn man also... Ja, der guckt mich jetzt nur an, aber er schießt natürlich nur auf Monster, das ist klar. So, wir haben also unser Jagd-Krimskrams haben wir beendet. Unsere Jagdquest. Und dann reden wir mal mit dem Omicadon Representative. Und das ist so, dass der Mensch multitaskingfähig ist und kann mit zwei Leuten gleichzeitig reden oder auch noch mit mehr, mit noch mehr. So, guter Job, mein Sohn. Das ist der Geist. Das ist der Geist. Du bist, brauchst wirklich ein paar tausend Meilen unter deinen Füßen. Aber ich kann dir sagen, du hast Potenzial, ein großer Mensch hier, ein großer Soldat zu werden. So, jetzt beruhige dich ein bisschen und wir werden dann mit der Lektion 2 fortfahren. Okay, dankeschön. Das war Lektion 1. Hier oben steht es auch. Quest Mission completed. Man kommt sich vor wie Präsident Bush. Mission accomplished. Hi there. Bist du fertig für die zweite Lektion im Jagen? Ja, ich bin wieder für geboren. Hier unten kann man auch wieder abbrechen, aber wir wollen das hier durchziehen hier. Jawohl, das ist der richtige Geist. Ich denke, du hast ein bisschen...
ja, das ist halt Englisch, was ich nicht auch nicht alles verstehe, aber ist ja auch egal. So, was denkst du über Tripudion? Was ist das denn Schönes? Nein, nein, nicht wer das ist oder was das ist. Was ist das hier? Tripodion ist eine der frechen Tiere, nicht wahr? Die sind wie, naja, inzwischen Mischung aus Krokodilen und Fröschen. Sowas Schlimmes. Ja, so schlimm. Geh los und töte vier von diesen. Und ich werde dich natürlich dafür bezahlen. Also diese Tripudions, ne? Habe ich das richtig verstanden? So, jetzt habe ich wieder neue Munition bekommen. Ich muss also vier Tripudions jagen, die eine Mischung aus Krokodilen und Fröschen darstellen sollen. Okay, dann jagen wir mal Tripudions. Hier übrigens im Radar sieht man dann einen Punkt, der eingekreist ist. Das wird der Platz sein, oder das ist der Platz, in dessen Nähe wir uns begeben müssen. Na, geht das hier? So, ja. Das ist der Platz, in dessen Nähe wir uns begeben müssen, damit wir diese Quest bestehen können.